Lasst uns über den FC Bayern des Amateurfußballs reden. Ja, über dieses Logo bin ich im Internet gestolpert. Sieht wie eine blaue Kopie des FC Bayern München aus, oder? Tja, hinter diesem Logo steckt ein kleiner Verein aus der Stadt Alzenau, der in der Regionalliga kickt. Über den will ich heute mit euch reden. Also, wurde dieses Logo wirklich dreist kopiert oder ist es alles nur ein blöder Zufall? Die Antwort gibt's jetzt. Um dieses Rätsel zu lösen, bin ich extra nach Alzenau gefahren und habe dort mit Bayern-Chef Andreas Trageser geredet. Was er zu sagen hatte, seht ihr gleich. Falls ihr cool findet, wie viel Aufwand hinter so einem Amateur-Video steckt, lasst gerne ein Abo da, da unten einfach draufdrücken und aktiviert auch gerne die Glocke. So, die Stadt Alzenau liegt am nordwestlichsten Zipfel von Bayern und zwar in Unterfranken. Circa 19.500 Menschen leben dort, es ist klein und familiär, so wie auch der Verein. Hier wird es jetzt direkt mal kurios. Alzenau liegt zwar in Bayern, aber seit 1992 spielt der Verein, zumindest die erste Mannschaft, im Hessischen Fußballverband. Der Grund dafür ist ziemlich simpel. Früher waren die Auswärtsreisen eine absolute Zumutung. Quer durch Bayern musste man fahren. Die Autobahnen waren damals nicht ausgebaut. Alleine der Hinweg zu einem Spiel dauerte gerne mal circa 4 Stunden. Im Amateurbereich ist sowas total ätzend. Die Spieler und Fans hatten darauf einfach keine Lust mehr. Tja, in Hessen ist alles viel näher. In der Hessenliga bzw. in der Regionalliga Südwest, wo ja der FC Bayern aktuell spielt, gibt es deutlich mehr Derbys, zum Beispiel gegen die Kickers Offenbach. Bei so einem Spiel ist das Stadion dann auch mit ca. 3000 Plätzen ausverkauft. Für alle ist das deutlich attraktiver. Für uns ist das ein Traum, in Hessen zu spielen. Wir sind auch mittlerweile, gehören wir fest dazu. Wir sind in der ebischen Tabelle, in der Regionalliga ganz weit vorne, in der Hessenliga. Also wir sind auch, wir haben viele Freunde, befreundete Vereine, wo wir uns wirklich gut auch vertragen. Es gibt Zuschauer, die uns nicht so mögen, die sagen, dann zieh den Bayern in Lederhosen aus, wegen dem Logo, wegen dem Namen. Halt. Das liegt dann an Bayern München eher, wie statt an uns. Aber damit haben wir uns schon lange abgefunden, dass es so ist. Der Nachwuchs spielt in Alzenau eine ganz wichtige Rolle. Und auch hier gibt es was Kurioses. Der Verein ist nämlich zweigeteilt. Die ganz Kleinen, also die E-Jugend und die F-Jugend, gehört noch zum Bayerischen Fußballverband. Die größeren Jugendspieler sind dann Teil vom Hessischen Fußballverband. Der FC Bayern würde gerne komplett nach Hessen wechseln. Dort gibt es einfach mehr Jugendteams im Umkreis und die Qualität ist besser. Sprich, Talente werden dort dann einfach besser gefördert. Mal schauen, wann das dann der Fall sein wird. Nun ja, einige bekannte Spieler hatten schon dieses Trikot hier an. Ex-Nationalspieler Heiko Westermann hat früher dort gekickt und bei den Frauen hat Svenja Huth das Sprungbrett genutzt. Sie ist ja jetzt Nationalspielerin. Bei Bayern Alzenau baut man vor allem auf zwei Säulen. A. Eigene Talente. Im Regionalliga-Kader sind aktuell 6 Eigengewächse, die der FCB selbst ausgebildet hat. Das ist schon gut. Nächste Saison sonst dann noch mehr sein. Insgesamt 9. Und B. Externe Talente. Wer in einem Nachwuchsleistungszentrum aussortiert wurde, bekommt in Alzenau oft eine zweite Chance. Also wir haben Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, Mainz 05, Darmstadt 98, 5 NLZs in 50 Kilometer Schlagdistanz. Also alle Talente, die hier im Rhein-Main-Gebiet werden top ausgebildet eigentlich. Nach der U19 haben sie keinen Verein, weil ja kaum noch einer bei uns hier eine U23 hat. Also sind die immer 80 bis 100 Spieler auf dem Markt jedes Jahr. Tja, und einige der Besten kommen am Ende nach Alzenau. Der FC Bayern kann ihnen Spielpraxis auf ganz hohem Amateurniveau bieten. Ihr kennt es, die Regionalliga Südwest ist brutal umkämpft, die Qualität ist hoch, die Talente müssen sich da durchbeißen und das ist wirklich Gold wert. Die Statistik zeigt, Bayern Alzenau hat den jüngsten Kader der normalen Teams. Der Kader hat einen Altersschnitt von 23,8. Für die Talente ist der Verein genau richtig, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Nächste Saison werden wieder ca. 10 bis 15 neue Spieler im Kader sein, sprich, es gibt einen Umbruch und alle sollen maximal 20 Jahre alt sein. Das Ziel ist, sie weiter auszubilden, 2 bis 3 Jahre bleiben sie und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Entweder es geht zu einem größeren Club oder der Traum vom Profifußball ist vorbei. Klingt hart, ist aber leider so. Alzenau ist für viele, wenn man so will, die letzte Chance. Nun ja, auch für ältere Spieler ist der FC Bayern Alzenau attraktiv. Sie können dort auf die Karriere nach der Karriere vorbereitet werden. Viele Arbeitsplätze gibt es in der Stadt, der Verein hilft bei der Umschulung. Job und Fußball kriegt man da ziemlich gut unter einen Hut. Der bekannteste Name ist aktuell Krešo Ljubičić. 6-mal stand er für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf dem Platz. Dann spielte er noch in Kroatien und in der Schweiz. 31 Jahre ist er mittlerweile alt. Er kann den Talenten mit seiner Erfahrung mit Sicherheit extrem weiterhelfen. Wir leben vom Wohlfühlcharakter, von dem Ganzen, was wir bieten den Spielern, vom Trikotwaschen, mit der Ausstattung, von dem, was sie hier geboten haben. Also sie können sich hier wohlfühlen, können sich entwickeln. Krafttraining, machen Athletiktraining, haben 6-mal die Woche Training, auch Vormittagstraining bieten wir an, sodass sich ein Spieler wirklich jetzt wie ein Profi fühlen kann, außer dass er das Gehalt hat wie ein Amateur.
Der Verein feiert jetzt den 100. Geburtstag. Ein sehr cooles Jubiläum und ehrlich, in der Zeit sind viele kuriose Dinge passiert. Eine Story muss ich euch da erzählen. 1983 ist der FC Bayern Alzenau gerade in die 4. Liga aufgestiegen. Man legte einen Fehlstart hin, war Tabellenletzter. Deshalb kam ein neuer Star-Trainer, Bernd Udau. In Afrika soll er die Nationalmannschaft von Zaire trainiert haben. Aber so richtig viel Ahnung von Fußball hatte er nicht. Das bemerkten die Spieler ziemlich schnell. Sein erstes Spiel war in Hasfurt damals, minus 10 Grad draußen. Vergesse ich nie, ich war Kapitän, wollte rausgehen und hat einen Türrahmen gestellt und hat uns verboten, rauszugehen. Sag ich, Trainer, wir müssen es doch warm machen. Es ist kalt draußen. Und sagt er, nee, ihr habt nicht genug Kondition, sonst werdet ihr nicht Letzter. Setzt euch auf die Heizung, da wird er warm genug. Und dann sind wir rausgegangen, ohne einmal in die Luft zu gehen, bei minus 10 Grad und haben nach 10 Minuten 3-0 hingelegen und es ist dann nach 3-0 ausgegangen für Hasfurt. So Geschichten gibt es wirklich nur im Amateurfußball. Frage an euch, kennt ihr auch so coole Kreisliga-Stories? Vielleicht sogar aus eurem Verein? Wenn ja, postet sie gerne mal unten in die Kommentare. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Der FC Bayern Alzenau ist rein vom Finanziellen her noch so ein klassischer Amateurverein. Einen großen Investor gibt's nicht, alles zahlt man aus der eigenen Tasche. Und Leute, das imponiert mir total. Das Stadion wird jetzt Stück für Stück umgebaut. Das Ziel ist, mit so wenig Geld wie nötig ein so schönes Stadion wie möglich zu bauen. Die Klohäuschen beispielsweise für die Gäste hat man dem SV Wien Wiesbaden abgekauft. Je 1000 Euro hat so ein Container gekostet. Ja, und dazu gibt's jetzt eine neue Tribüne. Schaut mal, was für Stühle da montiert sind. Originalstühle aus der Allianz Arena sind das. Insgesamt 400 Stück. Und so Leute, jetzt kommen wir mal zu diesem großen Thema, auf das wahrscheinlich jeder gewartet hat. Wie gesagt, der FC Bayern Alzenau hat dieses blaue Logo. Er sieht so ein bisschen wie eine Kopie vom Münchner Logo aus. Klar sind ein paar mehr Rauten in der Mitte, aber das ist schon der einzig große Unterschied. Ist es jetzt wirklich dreist kopiert worden oder ist es nur blöder Zufall? Genau diese Frage habe ich Andreas Trageser gestellt und das hier ist seine Antwort. Wir haben es nicht geklaut. Unser Logo gibt es seit 1920. Also das steht fest, unser Logo, wie der Verein gegründet ist, vor 100 Jahren heutzutage. Und Bayern München hat, glaube ich, sein Logo so erst entwickelt in den 60er, 70er Jahren in die Richtung. Ich glaube nicht, dass es bei uns abgekupfert haben, das glaube ich nicht. Dafür sind wir zu klein gewesen, das war halt Zufall. Aber wir haben es nicht gestohlen von Bayern München. Beim FC Bayern München sah das Logo früher ganz anders aus und zwar so. Erst 1970 änderte man das Logo in die Variante, die wir heute kennen. Seitdem hat er sich noch ab und zu minimal verändert. Also das ist schon ein krasser Zufall und echt eine lustige Geschichte. So Leute, und wisst ihr, was ich mir unbedingt mal wünsche? Ein Duell auf dem Fußballplatz zwischen dem großen FC Bayern München, also den Profis, und dem kleinen FC Bayern Alzenau. Ey, das wäre total geil. Zum 100. Geburtstag wäre das das perfekte Geschenk. Andreas Trageser hat sogar bereits eine Einladung ausgesprochen. Bis jetzt gab es aber keine Antwort aus München. Ich will da jetzt mal nachhelfen und ich brauche eure Hilfe. Schreibt die Bayern mal an. Spamt sie so richtig zu. Mit den Worten, kommt mal nach Alzenau. Hashtag FCB Alzenau. Egal ob auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder hier auf YouTube. Denn ich finde, dieses Spiel muss es irgendwann unbedingt mal geben, sobald wieder Fans ins Stadion dürfen. Ich würde es diesem echt sympathischen Amateurverein wirklich gönnen. So, jetzt habe ich noch ein Video für euch und zwar von den Kollegen von WUMS, wie sich Bayern-Fans heutzutage freuen. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.